Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Der Gedanke, der im Moment hinter diesen Videos steht, die ich im Moment produziere, ist, dass es sich nicht lohnt, Aufgaben im Sinne von Inhalten zu lernen, sondern die dahinterstehenden Muster. Und ich spreche hier vor allem auch von Ermächtigungsinstrumenten. Wenn Sie ein Bild haben und einen Hammer und einen Nagel und Sie wollen das Bild an die Wand hängen, dann ist Ihr Ermächtigungsinstrument der Hammer und der Nagel. Wenn Sie in der Prüfung sitzen und eine Aufgabe haben, zum Beispiel zur Gewinnvergleichsrechnung, dann ist Ihr Ermächtigungsinstrument das, was ich gleich vorstellen werde. Wir sind also hier mal wieder in der statischen Investitionsrechnung. Und die Gewinnvergleichsrechnung ist das Verfahren, das der Kostenvergleichsrechnung folgt. Zur Kostenvergleichsrechnung habe ich bereits mehrere Videos gemacht, das Ermächtigungsinstrument Teil 1, Teil 2 und so weiter. Es lohnt sich, diese Teile sich anzuschauen. Denn die Gewinnvergleichsrechnung baut darauf auf. Wenn man das Ermächtigungsinstrument von der Kostenvergleichsrechnung kennt, dann ist die Gewinnvergleichsrechnung wirklich nur eine kleine Variante. Was also ist das Instrument, das Ermächtigungsinstrument der Kostenvergleichsrechnung? Es ist eine Tabelle. Ja, plus Nebenrechnung, wie ich es ausführlich erklärt habe, skizzieren wir noch mal kurz diese Tabelle. Diese Tabelle besteht aus pro Alternative eine Spalte. In der Regel lässt man in den Prüfungen zwei Alternativen miteinander vergleichen. Also haben wir in der Regel, aber nicht zwingend immer, zwei Spalten. In der einen Spalte steht die Alternative 1, Maschine 1, und in der anderen Spalte steht die Alternative 2. Dann haben wir hier die K-Fix, die fixen Kosten, und dann haben wir hier darunter die variablen Kosten. Hier links die fixen Kosten von Alternative 1 und rechts daneben von Alternative 2. Links die fixen Kosten von Alternative 1. Rechts daneben die fixen Kosten von Alternative 2, also pro Spalte eingetragen. Das muss man nicht zwingend so machen, ist aber sinnvoll. Es ist sinnvoll, die Angaben aus der Aufgabe nach Fix und Variable zu sortieren. Dann haben wir gesehen, wird das Ganze aufaddiert, das heißt, der Rechenalgorithmus ist hier ein simples Plus, man muss nur aufaddieren und kommt zu den Kosten von Alternative 1 und man kommt zu den Kosten von Alternative 2. Und wenn die Kosten von Alternative 2 kleiner sind als die Kosten von Alternative 1, dann entscheidet man sich für die niedrigeren Kosten. Das ist das Prinzip. So, jetzt müssen wir nur noch kurz wechseln zur Gewinnvergleichsrechnung. Das ist nämlich im Prinzip das Gleiche, allerdings mit zwei kleinen Varianten. Nämlich, die erste Variante ist, dass man hier oben sozusagen eine weitere Zeile einzieht. Und zwar ist das der Umsatz der Alternative 1 und hier der Umsatz der Alternative 2. Und dass der Rechenalgorithmus dementsprechend von Plus auf Minus umschaltet. Das heißt, von dieser Umsatzgröße ziehen Sie alle weiteren Kostenarten ab, kommen dann unter dem Strich nicht zu einer Summe wie bei der Kostenvergleichsrechnung, sondern zu einer Differenz. Und zwar der Gewinn von Alternative 1 und der Gewinn von Alternative 2. Und hier ist die dritte Änderung. Sie entscheiden sich jetzt für die größere Zahl, während Sie sich bei der Kostenvergleichsrechnung für die kleinere Zahl entscheiden. Ja, das ist schon alles. Ja, also Gewinnvergleichsrechnung ist wie Kostenvergleichsrechnung das gleiche Ermächtigungsinstrument, Tabelle plus Nebenrechnung. Die Nebenrechnung brauchen wir hier für die kalkulatorische Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen. Das habe ich ausführlich erklärt. Schauen Sie bei Kostenvergleichsrechnung das Ermächtigungsinstrument Teil 3 oder 4. Da habe ich das ausführlich erklärt. Ja, also Tabelle plus Nebenrechnung, aber hier oben kommt diese Zeile hinzu, nämlich die Umsätze der beiden Alternativen. Der Rest wird alles abgezogen, nicht mehr aufaddiert.
Und da unten haben wir eine Differenz und wir entscheiden uns für die größere Differenz. Das ist nämlich der größere Gewinn. Und das ist schon alles. Ja, also ziemlich simpel, ehrlich gesagt. Wenn man das Grundprinzip verstanden hat, und das steckt im ersten Verfahren, in der Kostenvergleichsrechnung. Wenn man das verstanden hat, ist die Gewinnvergleichsrechnung im Grunde ein Klacks. Alles Gute, Marius Eber. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.